gerade halt, ne, weil ich eigentlich wollte, dass ich gerade am Anfang alle Felder komplett voll bestückt habe, dass ich das Maximum rausholen kann. Aber das ist auch, glaube ich, bei der Farmgröße etwas, es war etwas euphorisch gedacht, glaube ich. Weil ich habe, keine Ahnung, ich habe jetzt, glaube ich, über 20.000 Gold ausgegeben, nur für, nur für Samen. Und ja, die müssen jetzt auch ein bisschen wieder sammeln. Zack. So, jetzt möchte ich mal gucken. Ich brauche irgendwie, ich brauche Pufferfische. Gibt es sie zufällig hier? Pufferfische müssten doch Salzwasserfische sein. Ich hoffe mal, die gibt es hier. Und nicht nur Brillengläser. Das wäre sehr schön. Naja. Bring, bring. Toll. Da sage ich bring, bring und dann kommt es tatsächlich 2 Sekunden später. Auch schön. Naja. Was soll's. Zack. Mal gespannt, was wir fangen. Einen Halibut. Toll. Oh. Ist das auch ein Halibut oder ist das ein stärkerer Fisch? Moment. Truhe. Nehme ich auch mit. So. Darf man nicht vergessen, die Truhe. Nein. Das ist abgehauen. Habe ich nicht drauf geachtet. Noch ein Halibut. Toll. Aha. Köder. So. Und es wird Zeit, schlafen zu gehen. Hallo? Achso, das ist ein komischer Stein da im Weg. Da kann man nicht dran vorbeilaufen, ganz wichtig. Man kann über so Steine nicht drüber laufen. Das wäre zu einfach. Das tut dann immer weh, weil man sich dann anstrengen muss. So. Bus-Stop. So. Dann weiter. Und ab nach Hause. So, verkaufen oder verkauft haben wir heute nichts. So, die Katze ist glücklich. Die ist immer glücklich. Der geht's, glaube ich, nie schlecht. Die hat's gut. So, genau. Verkauft haben wir gar nichts. Sehr gut. Weather Report. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Sehr schön. Fortune Teller. Welcome back. The spirits are in good humor today. I think you will have a little extra luck. Sehr gut. The Queen of Sauce. Baked fish. Whenever I make this one at home, my two cats go bananas. Ja, das kennen wir schon. Baked fish kennen wir schon. So, da unten ist alles schön dabei. Das ist sehr gut. Zack, das tun wir hier hin. Den Halibut, den können wir... hier war das, ne? Natürlich nicht. Das war hier. So. Aus dem Gerümpel... Machen wir mal Quarz. Und zum Zeitungspapier machen wir Fackeln. So, dann brauchen wir hier mal wieder das Zeug. Das können wir mal schnell hier wegtun. Nein. Das kommt hier hin. So. Das können wir hier reinschmeißen, haben wir ein bisschen mehr Platz. Das Seegras, das kommt zu uns in den Kühlschrank. Das machen wir dann gleich, wenn wir das hier fertig haben. So, Milch, juhu. So, keine Milch. So. Okay. Kupi. Okay, Kupi hat keine Milch. Schade. So. Wie schaut's aus? Hat auch keine Milch. Schade. So, ich muss gleich wieder niesen. Das gibt's ja nicht. So, ich sammle die Eier ein. Parallel muss ich bestimmt niesen jetzt gleich. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ganz schön anstrengend manchmal.
So, habe ich jetzt alle Tiere gestreichelt? Ja, ich meine ja. So, die Steine da schmeißen wir weg. Dann. Aus den Eiern mache ich mal vollständig Mayonnaise, weil wir haben so viele Eier mittlerweile. Und wir kriegen auch regelmäßig neue dazu. Da machen wir Käse draus. So. Okay. Dann gehen wir zum Kühlschrank. Milch rein, das rein. So. Dann. Halt. Mal ganz kurz, ich fülle das mal eben auf. Ja. Sehr gut. Dann haben wir die Gießkanne auch wieder voll. Haben wir das auch mal wieder gemacht. So, dann hierher. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hoch. Die Gießkanne hier kann weg. Was ist das hier? Delivery. Ach ja. Die Belohnung können wir jetzt einsammeln. Ganz vergessen. Red Snapper. Habe ich einen Red Snapper? Ich glaube nicht. Ne, Red Snapper habe ich noch nie gefangen. Collections. Fish. Albacore, Lava, Eel, Eel, Tiger Trout, Red Snapper, a popular fish with a nice red color, number caught, one, biggest catch, 24 inches. Okay, irgendwo gibt's Red Snapper. Habe ich schon mal gefangen. Ich weiß nur nicht, wo es den hergibt. Interessanterweise. So, das Zeug da unten, das wächst auch, das ist sehr gut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal eben fischen. Der Red Snapper, das war ein... Red Snapper war, glaube ich, ein Salzwasserfisch. Das wäre übrigens cool, wenn das bei den Fischen dastehen würde, wann man welchen Fisch fangen kann. Das würde es, glaube ich, ein bisschen einfacher machen. Ich meine aber, dass es ein... Doch, das müsste ein Salzwasserfisch sein. So, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das nehmen wir natürlich noch mit. Ach ja. So. Hallo, meine Kleine. Vincent loves cranberry candy, he told me. Hallo, lass mich mal durch. The moonlight jellies will be here soon. It's one of my favorite things about the valley. Schön. Stimmt, die kommen ja wieder. Okay. Der Zug fährt wieder durch und wir sind wieder nicht da. Ghost Booster, schönen guten Abend. Willkommen. Halt. Ich habe euch gesehen. Dried Starfish. Aha. So, dann fischen wir mal ein bisschen. So, ich müsste meine Nase putzen. Ach ja. So, mal gucken, was alles gibt. Huch! Was gibt's? Ein Red Mullet. Aha. Hast du gewusst, dass Kugelfische Meerestiere sind, die im was? Was? Hast du gewusst, dass Kugelfische Meerestiere sind, die in warmen Küstengewässern herumschwirren und manche Arten auch in Süßwasser zu finden sind? Und Jeremy, hi, willkommen zurück, Cooper. Nee, das wusste ich nicht. Das ist ja interessant, dass Kugelfische an warmen Küstengewässern zu finden sind. Das ist ja echt interessant. Das muss ich mir echt mal, das muss ich echt zu meinem Vorteil nutzen, glaube ich. Huch! Das ist mir abgehauen. An warmen Küstengewässern. Huch! Hallo! Was bist denn du für ein... Ach, ein Red Mullet. Okay. So.
Hat Hepi über... Hat Hepi... Hä? Was? Hö, wieso? Willkommen zurück. Hat Hepi über mich gelästert... Ich krieg den Satz noch hin. Hat Hepi über mich gelästert und ich habe nicht reagiert. Nö. Warum sollte ich? Hätte ich einen Grund? Ich glaube nicht. Ach ja. Kugelfisch Ahoi, bitte. Es wäre schön, mal einen Kugelfisch zu fangen. Huch! Das abgehauen. Na komm. So. Loch Jay, halli, hallo und schönen guten Abend. Willkommen im Stream. Also, ne? Laut Jeremys Theorie und nach seinem Wikipedia-Wissen dürften Kugelfische Meerestiere sein, die im örtlichen Küstengewässern herumschwimmen. Lass mich mal überraschen. Ob wir hier einen fangen. Das wäre sehr schön. Ach ja, mit ihr können wir reden. Sehr gut. Erstmal muss ich Kugelfische fangen. Ich hätte wirklich gerne einen Kugelfisch. Was ist das denn? Tilapia. Was? Ich glaube, ich habe noch nie einen Tilapia gefangen. Kann das sein? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich habe schon so viele Fische gefangen, daher ist es ein bisschen schwierig, sich alles zu merken. Hallo. Ah ja, sie redet nicht mit mir. Das ist sehr gut. Kann ich hier angeln? Aha. Das sind Würmer, sehe ich gerade. Ich bin mal gespannt, ob es hier irgendwo Kugelfische gibt oder ob ich mich hier gerade komplett zum Affen mache, weil ich Kugelfische versuche zu angeln. Für die als Hintergrund nämlich, die neu sind, ich versuche seit ungefähr 4, 5 Streams Kugelfische zu fangen. Und ich bin kurz davor, mir einfach einen Kugelfisch zu kaufen. So, auf jeden Fall müsste das hier eigentlich ein Küstengewässer sein. Meiner Einschätzung nach. Ich bin aber auch kein Fisch, daher kann ich es nicht wirklich beurteilen. Hier gibt es aber bloß so komische Red Mullets. Das dürfte auch wieder ein Red Mullet sein. Ich hole die Truhe. Kugelfisch. Ist das der Pufferfisch? Ja, das ist der Pufferfisch. Und entweder bin ich ja komplett falsch. Ich möchte mich, das Witzige ist, ich möchte mich immer nicht spoilern, wo es das Zeug gibt, weil ich möchte es eigentlich selber rausfinden immer. Aber irgendwann wird es dann doch ein bisschen... Ja, es wird irgendwann doch ein bisschen anstrengend. Küste, nicht Strand. Tümpel. Was ist das denn? Was bist du denn? Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Ja! Ein Kugelfisch! Hey, Happy, streamst du eigentlich gar nicht mehr mit Facecam? Doch. Nur nicht bei Stardew Valley, weil ich nicht weiß, wo ich die Cam hinpacken soll, weil die überall stört. So, das wird einer. Ja, war tatsächlich einer. Juhu, ich habe einen Kugelfisch gefangen. Ich bin total begeistert. Ich habe meinen ersten Kugelfisch gefangen. Endlich. Oh. Was ist das denn? Ach, ein Thunfisch. Mann, 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 Mann. Ein Abenteuer, sage ich euch. Endlich mal ein Kugelfisch. Also mal ganz kurz auf das Thema Cam einzugehen. Ich habe bei vielen Spielen die Cam drin. Oftmals ist es aber so, gerade wie bei Stardew Valley, du hast rechts unten die Lebensanzeige. Rechts unten die Lebensanzeige, oben rechts hast du die Uhrzeit. Links hast du dann die ganzen Events. Oben links würde noch bleiben, aber das glaube ich auch noch irgendwas, was ab und an mal eingeblendet wird. Von daher ist es echt schwierig, da sauber eine Cam einzublenden.
Toll, ich dachte, es wird auch wieder eine Kugel Fisch. Zwei Kohle. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Ach so, ich müsste übrigens mal, glaube ich, mich erholen. Hallo. Die Truhe hätte ich auch gerne, natürlich. So. Was gibt's hier Schönes? Eine Geode. Okay. Sehr, sehr gut. Das Zeug packen wir mal dahin. Dann futtern wir mal ein bisschen. Zack. Wie viel haben wir? 5.10 Uhr. Ich weiß gar nicht, gibt es die nur tagsüber dann? Oder. Nee, Nacht ist ja noch nicht. Was wollte ich jetzt? Das hier wollte ich. Nacht ist ja eigentlich noch nicht. Weil Nacht ist, glaube ich, erst ab 6 Uhr ist es, glaube ich, Nacht. Ab 6 oder 7 Uhr, wenn die Vögel nämlich aufhören, wenn es anfängt, Grillen zu zirpen, dann ist es Nacht. Vorher nicht. Daran kann man es eigentlich ganz gut ausmachen immer. Und das sollte eigentlich noch nicht der Fall sein. Huch. Das wird kein Kugelfisch, das wird wie so ein Thun oder irgendwas. Wusste ich doch. Die Kugelfische hat man gerade irgendwie so richtig schön gemerkt, dass die so... Hui! Der ging richtig ab gerade. Und Trash natürlich auch. Ist ganz schön. Ich liebe mir diesen Abfall, den wir fangen. Ich frage mich, ob es ein Achievement gibt, wenn man da, keine Ahnung, 10 Millionen Stück Abfall rausgezogen hat, ob man irgendwie so als Umweltschützer dann so ein Achievement kriegt. Fände ich auch mal ganz witzig. Huch. Ein Red Mullet, auch schön. Ach ja. La 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 la. So. Ich werde übrigens nicht mehr allzu lange machen. Wir haben jetzt... Verdammt. Das ist ja ganz knapp rausgesprungen. Wir haben jetzt gleich 11:45. Also 10 nach 11 haben wir jetzt gerade. Ich würde noch so... Keine Ahnung. Vielleicht so bis 30 machen einfach. Und dann würde ich für heute Schluss machen. Weil dann sind wir auch schon wieder bei, ja, fast 4 Stunden, die wir heute schon wieder streamen. Und morgen muss ich auch wieder, müssen die meisten vermutlich auch wieder raus. Und dann machen wir einfach dann am Mittwoch dann mit dem Sci-Fi-Mittwoch weiter. Ah ja, da fällt mir jetzt gerade ein, ich kann da unten mal hingucken. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Ah, da ist gar nichts mehr drin. Das ist hervorragend. Diesen Crabpots, ich vergesse die immer. Diese Crabpots, die vergesse ich immer, dass es die gibt. So, ich brauche wieder neue Köder auch. Sehr gut. Okay. So, dann würde ich jetzt sagen, nehmen wir mal den tollen, Kugelfisch. So, ich habe es gerade überlegt. Pufferfisch, Moment, Pufferfisch. Wie war denn jetzt nochmal der andere Begriff dafür? Also der deutsche Begriff. Wieso steht die am Grab? Ist das jemand, den du kennst? Have you decorated your house at all? That's what I would be doing if I had a house. Wer liegt denn hier? Weil die guckt auf diesen Grabstein. Ist fast so, als würde sie den kennen, der da liegt. Okay. Jetzt mal eine blöde Frage. Wenn ich ihr dieses Ei schenke, ne? Mag die das? What am I supposed to do with this? Okay, die mag das nicht. Ich dachte, ich schenke sie einfach mal. Ich probiere es mal. Hat offenbar nicht ganz so gut funktioniert. So, den Pufferfisch. Jetzt aus Versehen den Fisch essen und die ganze Arbeit nochmal machen. Das wäre sehr schön. Habe ich hier zufällig... Nein. Ich dachte, so eine komische Blume, die wir fürs Community Center brauchen. Offenbar nicht. Halt, da geht's lang. So, und wir haben den Fischtank abgeschlossen. Yay! Lieber Fischtank, es war schön mit dir. Jetzt ist es endlich vorbei. Bundle complete. Dish Odyssey. Aha, cool. Wow! So many wonderful bundles. Thank you. Thank you. Ich kann die Maus gerade nicht bewegen.
Juhu. Noch ein Sternchen. Sieht aber schön aus. Wobei ich hätte gehofft eigentlich, dass hier so ein paar Fische dann rumschwimmen, die wir gefangen haben. Hi du, Kleiner. Ja, juhu, ich habe einen neuen Freund. Schön. Oh, Gott sei Dank, das Fischbandel ist fertig. Gott sei Dank. Oh, das hat echt viel Zeit gekostet. So, die Blume kriegen wir jetzt dann gleich irgendwann die nächsten 2 Wochen, glaube ich. Also in-game, ich glaube, 12 Tage braucht die zum Pflanzen. Den Trüffel müssen wir noch irgendwie herkriegen. Die Sonnenblumen gibt es im Herbst und die hier gibt es jetzt. Die haben wir, glaube ich, schon eine eingepflanzt sogar. Das heißt, das kriegen wir auf jeden Fall fertig. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Das Bulletin Board kriegen wir hoffentlich auch noch fertig. Den Fischtank haben wir. Wobei, wie gesagt, ich hätte echt gehofft, dass so ein paar Fische, die wir gefangen haben, einfach dann hier rumschwimmen dann. Das wäre noch ein bisschen cooler gewesen. So, den Raum da hinten, den kriegen wir dann vermutlich fertig. Also, da kriegen wir das Dingens dann, wenn wir alles hier fertig haben, vermute ich mal. Was fehlt hier eigentlich noch? Da fehlt auch nur eins, ne? Ach genau, da fehlt die große Ziegenmilch. Das heißt, das kriegen wir auch auf jeden Fall innerhalb der nächsten... vielleicht im nächsten Stream dann fertig. Mal schauen. Weil da brauchen wir große Ziegenmilch. Die kriegen wir hoffentlich dann. Und ja, dann haben wir das Community Center doch zumindest schon mal sehr, sehr viel weitergebracht. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr komplett abschließen können. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, spätestens bei den Trüffeln könnte es dran scheitern. Aber ich glaube, da brauchen wir Schweine dafür, ne? Was ist das hier? Nichts. Ich bin auch geneigt, sage ich mal, die Trüffel oder sowas, wenn wir irgendwas haben, das zu kaufen dann. Damit wir es abschließen. Weil ich wissen will, wie es da weitergeht. Ich will unbedingt wissen, wie es im Community Center dann weitergeht. Was es da alles Schönes noch gibt. Ich lasse mich echt überraschen. So, die Fische hier. Die Koralle kann ich da reinschmeißen. Die hier nicht. Das Seegras auch nicht. Nee, das Seegras kommt in den Kühlschrank. Das kommt daher. Das Trash-Zeug auch. Zack, zack, zack. So, die Mayonnaise, die verkaufen wir. Dish Odyssey, das lassen wir. Plus 3 Fishing. Was immer das heißt mit diesen Skills, sagen wir was, plus 3 Fishing, da kann ich nicht viel mit anfangen, weil Fishing haben wir halt komplett voll schon. Muscle, so, die Muschel. Schmeißen wir da rein. Zack. Und wir schmeißen sie nicht da rein, wir schmeißen sie in die andere Kiste, weil diese Fischkiste voll ist. Schön. Den Stein schmeißen. Ich mache ein bisschen ganz kurzes Inventarmanagement hier. Das kommt dahin. Dann nehmen wir das hier noch mit. Ja, it's getting late. Zack, 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 zack. So, dann verkaufe ich einmal Käse. Ich möchte mal wissen, wie viel Geld der Käse bringt. Das würde mich echt mal interessieren. So, dann davon verkaufen wir auch mal eine. Würde mich auch mal interessieren. Das können wir auch verkaufen hier. Die Fackeln tun wir da rein. Da können wir dann die Gartenzäune noch ein bisschen besser beleuchten. Das tun wir hier hin. Die Geodes nehmen wir mit. So, dann das Seegras tun wir hier hin. Da können wir dann Markierrollen draus machen. Das hier packen wir in die Truhe rein. So. Die Joja-Cola nehmen wir mit. Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine Quest, weil wir die brauchen. Mal gucken. So, wir gehen mal schlafen. Ach, ist das schön. So, der dritte Sommer. Jetzt würde mich interessieren, was da oben aber ist. Oh, der Käse bringt auch 240 Gold. Ist auch nicht gerade wenig. So. Ja, und dann geht's weiter. Ich würde übrigens sagen, wir machen diesen Tag noch fertig und nach diesem Tag mache ich dann für heute Schluss. It's going to be clear and sunny all day. Fortune Teller. The spirits feel neutral today. The day is in your hands. Sehr gut. Living off the land. Animal Spotlight.
Pig. In these parts, pigs are trained to sniff out valuable truffles. You've got to let the pokers outside and be patient. They will work the magic when they're good and ready. Make oil out of the truffles to maximize your profit. Dafür bräuchten wir erstmal Schweine. So. Das Ding ist hier. Zack. Damit kann ich bald einen Laden aufmachen von dem Zeug. Halt. So. Dann einmal das, einmal das. So. Hier schnell gießen. So. Dann die Eier mitnehmen. Dann machen wir schnell Mayonnaise draus. Wenigstens ein bisschen was können wir dann verkaufen. Ich werde mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen was an, an Samen kaufen können dann. Achso. Mehr geht gerade nicht. Zack, zack, zack. Ah, wenn die so nah beieinander stehen, das ist echt mies. Okay, die haben wir alle. Die haben wir. Hab ich auch. Hab ich schon. Ja, hau nur ab. Hallo. Ah, jetzt halt. So. So. Goat Milk. Achso, Hugo geht's gut. Sehr gut. Na, dann haben wir doch wieder einiges geschafft. Da machen wir Käse draus. Nein, ich möchte die Milch nicht trinken. Weil das Milch nur so wenig Energie und alles gibt. Eigentlich ein bisschen schade. So, zack. Honig auch rein. Das Ei auch rein. Sehr, sehr gut. So, dann die Gießkanne. Die schmeißen wir mal in die Kiste rein. Zack, zack. So, wie viel Gold haben wir? 2400. So. Flauschi loves you. Ja, warum auch nicht? Wir sind doch ein tolles Herrchen. Salmonberry. So, wie sieht's denn aus da unten? Sind unsere Bäume mittlerweile fertig? Naja, noch nicht ganz. Ich habe da Angst, mit der Sense hinzugehen, weil ich Angst habe, dass ich den Baum rausreiß. Das fände ich nicht ganz so geil. Ich will nur Platz schaffen. Nicht, dass da irgendwie... So. Nicht, dass das da irgendwie das Wachstum beeinträchtigt oder sonst was. Das wäre ein bisschen doof. Ist irgendwas fertig? Nö. Sekunde mal. Du fliegst da raus. Du störst. So, da hinten die Blaubeerbüsche. Die gedeihen und sprießen. Das hier gedeiht und sprießt. Hier sprießt auch sehr viel, obwohl da kein Dünger da ist. Was ich leider vergessen habe. Ärgert mich immer noch, dass ich dann Dünger nicht hin habe, aber na gut. Fehler passieren nun mal. So. Halt. Das kommt dahin. So. Dann gebe ich jetzt mal die Geodes ab. Und dann würde mich echt interessieren, was da oben jetzt mit diesem Boulder ist. Ich habe mir fast gedacht, dass das diese Glimmer-Boulder sein soll. Die Frage ist nur, was ist da? Town. Erstmal hier zu dem hier. Dann machen wir die mal auf. So. Zack. Was ist das denn? Celestine. Aha. So. Was? Chris Walker. Boo, Little Pig. Vielen Dank, Chris Walker. Vielen lieben Dank. Boo, Little Pig. Interessant. So, meins. Da will ich her. Hat es hier jetzt irgendeinen Effekt? Nee, ne? Also hier, auf hier drin hat das keinen Effekt. Hä? Ach so. Hi! Hallo, Billy. It's odd. I'm not sure what caused this boulder to disappear. Das war ich.